Ja, herzlich willkommen. Es geht wieder los mit den Montag-Webinaren. Es ist heute der 15.07. Montag, immer um 20:30 Uhr werden wir wieder diese Webinare starten mit unterschiedlichen Vortragenden. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, weil es kommen am 20. Juli, also recht bald in ein paar Tagen, kommen neue Geschäftssachen, neue Produkte raus, die unser Geschäft revolutionieren werden. Da bin ich überzeugt davon. Julian und ich hatten die Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie wir letzte Woche auf der Deutschlandtour waren. Und wir sind im Auto gehüpft, weil das so toll war, was wir uns da anschauen durften. Und das war einfach gigantisch. Ich habe gestern dazu auch ein Meeting gemacht, bei mir zu Hause, wo wir das ein oder andere Mal angeschnitten haben. Aber es geht einfach darum, wie viele Menschen sollen davon erfahren, von dem, was da rauskommt. Das heißt, wenn ihr wisst, dass, man kennt es ja, es kommt ein neues iPhone raus und es stehen tausende Leute um 4 in der Früh in der Schlange, damit sie das erste iPhone bekommen. Und so ähnlich könnte es ja bei unserem Geschäft jetzt auch sein, weil die Dinge, die rauskommen, sind sensationell. Und wir haben dafür etwas geplant. Wir haben dafür geplant, dass wir am Samstag um 9 Uhr in der Früh, europäische, also österreich-deutsche Zeit, muss man dazu sagen, weil England hat ja wieder andere Zeit, Amerika hat andere Zeit. Es werden an dem Tag ganz, ganz viele Seminare und Webinare entstehen. Und wir haben uns entschlossen, um 9 Uhr in der Früh in diesem Zoom-Raum ein Treffen zu machen mit all denjenigen, die die Neuigkeiten sofort erfahren wollen und so früh wie möglich erfahren wollen. Wir werden alles erklären, was die neuen Geschäftsrichtlinien so mit sich bringen. Und ich kann euch sagen, was Sisha jetzt beginnt auszuschütten, ist sensationell. Also ich habe das nicht geglaubt, und dass das möglich ist. Also es wird für alle Beteiligten einfach mehr. Und die Produkte, die rauskommen, die werden unser Geschäft so richtig noch einmal ein Turbo verleihen. Und das ist das Tolle. Das heißt, was haben wir jetzt schon einmal besprochen in den letzten Tagen mit Leuten aus dem Team? Wie wäre es, wenn das die Teammitglieder nicht alleine erfahren an diesem Tag, sondern wenn sich Menschen irgendwo treffen, Partner, aber auch Interessenten, und dann diese Neuigkeiten von uns mitbekommen? Und das wird jetzt das Spannende. Heidemarie, was hast du jetzt gleich für dich beschlossen, wie du davon erfahren hast, dass auch der Kunde im Zoom dabei sein kann? Ja, ich habe beschlossen, das mit einem Prosecco-Treffen bei mir zu feiern. So viele Leute wie Platz haben bei mir zu Hause. Und ich habe mir jetzt vorsorglich noch den Gemeindesaal im Ort reserviert. Wenn es mehr sind, dann machen wir das im großen Saal. Aber es soll viel Spaß machen und wir setzen uns gemütlich zusammen, erklären das Geschäft und die Produkte und ja. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall Spaß haben. Dort, wo Ja. Spaß ist, zieht es Menschen hin. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn ein paar Leute einfach sagen, du, da komme ich vorbei auf ein Gläschen, ich höre mir einfach an, was du da machst. Und wir werden sicherlich die Neuigkeiten vom Geschäft bringen, auch die Produkte, auch die Möglichkeiten, die damit entstehen. Und danach kann man sicherlich noch mit den Leuten, die dort sind, das ein oder andere besprechen. Warum man es macht, was so die Leute für Träume und Visionen haben. Und das ist das Spannende. Und wie wäre es, wenn ihr 3, 4, 5, 6, 7 oder 10 oder 20 oder mehr Leute bei euch zu Hause sitzen habt oder irgendwo in einem Lokal, Restaurant, egal wo, und ihr seid mit denen gemeinsam, mit dieser vollen Energie zusammen und könnt denen zeigen, was da bei uns so, ja, passiert. Wäre das spannend? Ja. Wie fühlt man sich, wenn man alleine zu Hause sitzt und diese Informationen bekommt? Das ist so, wenn du alleine zu Hause sitzt, einen ganz tollen Film siehst, aber du kannst dich mit niemandem austauschen und mit niemandem freuen. Oder wenn du dir zu Hause ein ganz tolles Weltmeisterschafts-Fußballmatch anschaust, das Finale, oder ob 10 oder 5 Leute im gleichen Zimmer sind, die Energie ist eine komplett andere. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt keine Interessenten, dann fahrt irgendwo hin zu einem anderen Partner und setzt mindestens zu zweit, zu dritt, zu viert zusammen.
Deutschland haben manche gesagt, sie werden einen Raum mieten, manche machen das zu Hause. Also wir haben jetzt schon aus unserem Team auf dieser Tour so tolle Rückmeldungen gehört, dass die Menschen wirklich was vorhaben. Julia, was sagst du dazu? Nutzt diese Möglichkeit. Wir waren ja wirklich, so wie der Gerhard sagt, hin und weg, wo wir diesen Einblick schon vorweg bekommen haben. Was Seacher da wirklich alles ermöglicht, dass wir wirklich schnell ins Geld verdienen kommen können und nicht erst ab höheren Rängen, sondern wirklich, also dass da so viele Möglichkeiten, ohne dass ich jetzt so viel verrate, muss ich aufpassen, dass wir da wirklich vorwärts gehen können. Also ich kann euch nur raten, so wie der Gerhard sagt, nehmt euer Team zusammen, sucht euch die nächsten Leute, die ihr dazu einladet, setzt euch zusammen und das ist eine grenzgeniale Möglichkeit, dieses Business nochmal auf eine ganz andere Stufe zu heben. Noch ganz kurz, wenn ich gerade am Sprechen bin, Sabine, könntest du dein Mikrofon auf stumm schalten? Das wäre super. Ja, danke. Ich versuche es, gell? Danke dir. Irgendwo links unten, wenn du am Handy bist. Ja, ansonsten, sowohl Produkt als auch Business wird auf ein neues Plateau gehoben mit dem, was Seacher da mit uns vorhat. Ja, es wird total spannend. Die Frage ist, wer hat von euch Träume und Visionen? Kurzes Handzeichen. Alle. Sind die auch verbunden mit Finanzen, also mit Geld verdienen? Braucht man dafür Geld für diese Träume und Visionen? Bei vielen Dingen ja. Klaus lacht. Das ist berechtigt, ja. All das wird jetzt kommen, noch mehr als vorher. Sie hat sich ganz genau angeschaut, das Management hat sich angeschaut, wo wird zu wenig ausbezahlt, wo gibt es zu wenig Gewinner, wo ist zu wenig Teamdynamik, und genau auf das werden wir eingehen. Es wird Dinge geben, wo man wirklich als Team gemeinsam mehr bekommt. Es gibt Dinge, wo man auch alleine auf Reisen geht und sich da sehr stark beteiligt. Es wird Dinge geben, wo eure Produkte, die ihr jetzt monatlich kauft, wo ihr Zuschüsse bekommen könnt und, und. Also wirklich ganz tolle Sachen, und das wirklich in Summen, die beachtlich sind, also nicht nur irgendwo ein paar Euros. Und ja, ich kann euch nur neugierig machen, und es wird ein Produkt kommen, wo es einen Milliardenmarkt gibt in Europa, und wir spielen mit diesem Produkt auf eine Art und Weise mit, wie es andere nicht haben. Und das wird besonders spannend. Das heißt, ich kann euch nur wirklich raten, Samstag, 20 Uhr in dem Zoom-Raum, in dem ihr jetzt auch drinnen seid. 9 Uhr. Was habe ich gesagt? 20 Uhr. Entschuldigung. Oh. 9 Uhr früh. 9 Uhr früh. Das muss ich einmal sagen, weil sonst bleibt das falsch im Ohr. 9 Uhr früh auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwo eine öffentliche Veranstaltung macht, wo auch andere Leute noch hinkommen können, bitte schickt mir das. Linda Prock hat auch darum gebeten, falls irgendwo noch jemand hinkommen kann, der vielleicht aus der Nähe ist, dann wäre es super, wenn wir das der Linda Prock dazu schicken, dass sie das auf die Liste setzen kann. Wer das nur zu Hause macht, geht es natürlich nicht, aber wenn jemand irgendwo einen Raum hat oder sonst was, dann kann er das auch toll sein, wenn da mehr Energie noch zustande kommt. Ansonsten, auch die Sophie Zillmann wird dabei sein am Samstag um 9. Super, genau richtig. Also ganz toll. Die so wichtig ist das. Erstens ist es so wichtig, was wir da rausbringen, und zweitens, wie wir die Idee hatten. Ich bin zu der Zeit selbst in Finnland, irgendwo in der Pampa, wo eigentlich nur ein Naturschutzgebiet ist, mit der Martina und mit den Kids. Und das Schöne ist, wir werden irgendwo schauen, dass wir Internet haben. Wir werden an diesem Vormittag bei euch dabei sein. Wir werden eine Möglichkeit finden, dabei zu sein. Und bei der Energie voll dabei sein, auch bei den Informationen. Also wir sind ganz aufgeregt, weil wir schon wissen, was da passiert, was kommt. Und ich würde nicht da wirklich irgendwo extra hinfahren, wenn ich nicht wüsste, das zahlt sich hundertprozentig aus, euch das weiterzugeben, die Energie voll zu fördern. Also Sophie ist dabei, ja, das ist super.
Es werden wahrscheinlich noch ein paar Links rauskommen von der Linda Proctor, wo man auch noch am Nachmittag dann, weil Amerika ja erst 6 bis 8 Stunden später aufsteht als wir. Das heißt, da wird es dann am Nachmittag auch noch ein paar Calls geben, bis in die Nacht rein, wahrscheinlich am Abend. Es werden auch Fragen entstehen, da bin ich mir sicher. Und nicht nur an dem Vormittag um 9 Uhr in der Früh. Wir sind für Fragen sehr, sehr offen an diesem Vormittag. Aber falls dann wirklich noch Fragen entstehen von euch oder ihr dann sagt, boah, warum ist mein Team nicht dabei gewesen? Und ihr macht am Samstag oder Sonntag dann noch Calls mit eurem Team. Und dann entstehen wieder Fragen. Oder ihr könnt es noch nicht so erklären. Dann werden wir nächste Woche Montag wieder um 20.30 Uhr, so wie heute, aber eine Woche später, werden wir einen Call haben, den die Julia macht, weil ich dann noch in Finnland bin und wirklich nicht gut erreichbar. Und die Julia wird dann auf die restlichen Fragen eingehen, die da noch entstehen. Mit der Sophie gemeinsam. Auch da wird sie dabei sein. Und wichtig, schreibt euch einfach alle Fragen auf, die euch im Kopf herumkursieren diesbezüglich. Wir werden alles beantworten. Wir wollen wirklich, dass ihr euch auskennt, damit ihr auch versteht, wie ihr mit eurem Team richtig Vollgas losstarten könnt. Man kann aber schon einmal sagen, dass es wirklich nicht kompliziert ist. Julia und ich, wir haben uns das angeschaut im Auto und es war klar, wie das Ding funktioniert. Es werden die Regeln so einfach und für alles, was zu erreichen ist, gibt es immer dieselben Regeln. Das heißt, du musst einmal dich nur auskennen, wofür du was bekommst und das gilt für alles. Egal, ob das Reisen sind, ob das Zuschüsse sind, ob das andere Dinge sind, die dann noch rauskommen. Also ich kann euch nur sagen, sammelt euer Team zusammen. Wenn die weiter weg sind, ruft die an und sagt, pass auf, seid dabei am Samstag um 9 Uhr in der Früh im Call. Jeder, der die Info gleich hat, wird sich damit beschäftigen an dem Wochenende und ich bin mir ganz sicher, gleich einmal durchstarten und die ersten Dinge sich holen, die es so zum Holen gibt. Also es wird aufregend. Eine Info auch noch, wenn ihr Fragen sammelt, ihr könnt sie mir gerne auch vorab schicken, dass ich mit Sophie da auch schon ein bisschen durchgehen kann. Dann können wir uns da besser vorbereiten, wenn ihr mögt. Ansonsten direkt im Call am Montag drauf. Ist direkt am Montag drauf, es sind 2 Tage später, also am 22. Genau. Also 20. 9 Uhr Call Deutsch aus unserem Team heraus. Das wird ganz, ganz toll. Und dann am 22. Gibt es dann um 20.30 Uhr den üblichen Montagscall, wo Sophie und Julia dann die restlichen Sachen beantworten. Sollte jemand sofort sagen, ich möchte das wissen, geht es auf eure Upline zu? Es wird sicher ein paar Leute geben, die sich dann schon beschäftigt haben, relativ schnell mit den Dingen, die es vielleicht anders verstanden haben, besser verstanden haben. Ich bin bei solchen Sachen auch immer so, dass ich dann die Sophie noch 2-3 Mal anrufe oder mit der Julia mich unterhalte oder mit irgendjemand aus meinem Team, wenn neue Sachen rauskommen und für mich eine Sicherheit hole, habe ich es richtig verstanden? Ist es auch so, wie ich es mir denke? Wie sollte ich jetzt durchstarten? Ihr könnt sofort ein Team-Meeting machen und sagen, wie können wir das gemeinsam am besten umsetzen, gleich den nächsten Tag. Natürlich ist es gut, wenn man zusammensitzt, um 9 Uhr in der Früh, das ist vielleicht um 9.30 Uhr, 9.45 Uhr aus. Und wenn ihr dann noch eine Stunde eine Planung macht mit dem Team, ob ihr das alle richtig verstanden habt und dann gleich richtig loslegt, na, was Schöneres kann gar nicht passieren. Und nehmt Interessenten dazu, die schon so ein wenig auch dran denken, es wäre vielleicht doch toll dabei zu sein. Schaut, dass diese Interessenten bei euch zu Hause sitzen, eure Energie spüren, auch die Möglichkeiten kennenlernen, vielleicht sagen die, das ist ein Schlaraffenland, da muss man ja dabei sein. Ja, mehr kann ich euch jetzt nicht verraten, aber ich kann nur soweit sagen, ihr seht die Julia, wie sie gerade lächelt, wenn ihr das jetzt gerade seht im Bild, also ich auf jeden Fall und es ist total spannend. Und ich freue mich riesig, euch am Montag, am Samstag um 9 Uhr dann zu sehen. Und wenn jemand noch Fragen hat jetzt, wie soll ich es vorbereiten? Wie soll ich auf meine Leute zugehen? Wie kann ich einfach etwas Größeres zusammenbringen? Kommt auf uns zu, sprechen wir noch vorher drüber. Ich möchte einfach, dass jeder beim Startschuss über die Linie geht und nicht ein paar Tage später oder zeitversetzt. Ich glaube, dass es toll ist, wenn jeder einen tollen Start gleich hinlegt. Gibt es jetzt noch Fragen zu dem, zur Vorbereitung?
Gerhard, ich habe noch eine Frage. Der Link für Samstag 9 Uhr, steht der schon fest? Ja, der gleiche Link, der jetzt gerade ist. Okay. Genau. Ich glaube, die Julia hat schon in alle alle WhatsApp-Gruppen das rausgeschickt vor ein paar Tagen. Stimmt das, Julia? Ja, vergangene Woche. Vergangene Woche habe ich es rausgeschickt. In der Mitte der Woche irgendwann. Genau, zumindest jetzt zu den Gruppen, zu denen ich Zugang habe. Ich glaube, Gerhard, du hast es dann in deinen anderen Gruppen. Ja, auch. In allen Gruppen drinnen. Ich bin das sollte überall sichtbar sein, von vergangene Woche, Mittwoch, Donnerstag, so in der Richtung. Genau, da haben wir uns das durchgeschaut gehabt und da haben wir gesagt, wir machen sofort etwas, wir planen sofort etwas. Das ist auch eine Leaderqualität. Etwas wissen, dass was kommt, wir haben das dann gesehen und dann sofort reagieren und etwas veranstalten, etwas organisieren, dass das Geschäft schneller wachsen kann. Jetzt liegt es in eurer Hand, was ihr organisiert für Samstag. Ihr wisst genau, wie wir auch, dass da was ganz Tolles rauskommen wird. Die Frage ist, mit wie vielen Leuten könnt ihr da losstarten oder mit welcher Energie, falls ihr noch kein Team habt. Connectet euch mit den Leuten, die bei euch im Umfeld sind. Geht zusammen irgendwo hin, wo ihr gemeinsam euch danach auch unterhalten könnt oder ja noch ein Getränk bestellen und darauf anstoßen. Weil sollen die irgendwie vorbereitet werden, Gerhard? Bitte? Sollen die irgendwie vorbereitet werden oder einfach nur, okay, lass uns zusammenkommen und guckt mal, was da auf euch zukommt? Du kannst den Leuten natürlich 5 Fragen stellen oder zumindest 3 Fragen. Die erste Frage ist, wie soll dein ideales Leben aussehen? Die zweite Frage, wie viel Geld würdest du pro Monat dafür gerne haben? Und die dritte Frage, bis wann würdest du gern das ideale Leben haben mit diesem Einkommen, über das wir jetzt gerade sprechen? Und wenn die Person sagt, pff, das wäre schon alles toll, wenn das wirklich real sein kann, dann sagst du, okay, dann komm am Samstag zu mir. Hör das an, triff dann eine Entscheidung. Oder wenn du willst, triff schon vorher die Entscheidung. Du kannst da mit den Leuten schon vorher plaudern und ihnen sagen, pass auf, schreib dich ein, sei dabei, start mit mir durch und komm gleich am Sonntag, am Samstag zu mir, am Samstag um 9 Uhr. Und dann kriegst du gleich die aktuellen Geschäftsnews, die jetzt rauskommen und auch Produktnews, die unser Sortiment erweitern, sagen wir so. Mhm. Wir haben jetzt sensationelle Produkte, wir haben auch ein tolles Geschäft und das, was jetzt draufkommt, ist einfach ja die Sahne und die Früchte aufs Eis sozusagen. Also es wird einfach lecker. Wir werden den Link, weil die Leila jetzt auch möglicherweise den Link nicht gesehen hat und das wird vielen so gehen, darum danke Leila. Ich werde es nochmal posten. Wir werden den Link noch einmal posten, ganz, ganz klar. Wir werden das morgen noch einmal machen, dass alle den haben, aber wir werden es heute jetzt gleich danach noch einmal raussenden, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, auf den Link zuzugreifen. Julia, ich werde es einfach an alle Gruppen noch einmal verteilen. Ich mache das jetzt. Ich bin jetzt gerade auch dabei. Also beinahe ist schon drin. Okay, dass wir es nicht überall doppelt und dreifach dann raussehen. Ja. Super. Sonst noch Fragen zur Vorbereitung? Also seht das wirklich so, egal welcher Sport euch gefällt oder ob das jetzt ist, ich sage mal, ein WM-Finale, ob das jetzt ist, ein Song Contest oder so, wo ich Leute kenne, die sich irgendwo treffen und das gemeinsam sehen, weil einfach die Energie in der Gruppe deutlich toller ist. Und genau mit dieser Vorbereitung geht es einfach jetzt die nächsten Tage voran, dass ihr den Leuten im Umfeld sagt, mein Geschäft wird explodieren, es kommen zusätzlich neue Dinge raus, die für viele, viele, viele Menschen an Mehrwert bringen werden und ich kann euch nur raten, kommt am Samstag um 9 Uhr zu mir, da gibt es ein Gläschen Sekt, vielleicht ein Brötchen oder irgendetwas und wir feiern einfach das, was da jetzt kommt. Gebt die Information jetzt an alle an eurem Team weiter, weil es sind nicht so viele jetzt im Call. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, den Startschuss mitzuerleben. Sonst noch Fragen dazu? Wenn nicht, dann sage ich danke, dass ihr jetzt dabei wart. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es sich wirklich auszahlt, da dabei zu sein. Also ich würde sagen, bis Samstag, 9 Uhr, ich freue mich riesig auf ein riesiges Treffen, internationales Treffen und alles Gute und schönen Abend. Ja, danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.